Und darüber wollen wir weiter sprechen. Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach ist weiter bei mir. Bevor wir jetzt über die Abrüstung und über Europa sprechen, lassen Sie uns einfach mal bei der Sozialpolitik bleiben. Ist das, was die SPD jetzt vorhat, ist das eine Korrektur oder ist das ein krasser Wechsel? Das ist natürlich nicht eine so ganz einfache Frage, weil jetzt sind ja im Grunde erstmal die Grundlagen gelegt. Man muss mal schauen, was davon die SPD jetzt wie schnell, mit welcher Vehemenz umsetzen will. Ich würde aber schon sagen, dass man versucht, Abgrenzung zu schaffen zu dem leidigen Thema Hartz IV, das der SPD ja doch immer noch enorm nachhängt, und gleichzeitig neue Akzente zu setzen. Es ist, würde ich sagen, das erste Mal, dass die SPD jetzt wirklich auch mit einer gewissen Öffentlichkeitsoffensive thematisch Profilierung betreibt innerhalb der Koalition und damit natürlich auch die anderen politischen Mitbewerber und den eigenen Koalitionspartner, ich will mal sagen, unter Zugzwang bringt, darauf jetzt auch zu reagieren, also inhaltliche Diskussionen zu führen. Und das war ja genau das, was man sich auch für 2019 zum Ziel gesetzt hatte. Insofern würde ich sagen, ist das grundsätzlich erstmal begrüßenswert. Wie lange man da durchhaltefähig ist, also diese Umsetzung neuer Pläne, neue Ideen auch aufrechtzuerhalten. Das ist dann das Spannende, was wir uns in den nächsten Monaten bei der SPD anschauen können. Wie sieht es denn mit der thematischen Profilierung zum Beispiel in der Außenpolitik aus? Welche Rolle spielen denn Europa und die Friedenspolitik? Also ich habe den Eindruck, das war auch Thema am Wochenende, aber jetzt nicht das SPD-Thema schlechthin, sondern da hat man tatsächlich mit dem Grundrentekonzept letzte Woche von Arbeitsminister Heil und eben jetzt diesem neuen Konzept Sozialstaat 2025 doch weitaus mehr Zeit verbracht und das auch gestern, heute viel öffentlichkeitswirksamer präsentiert. Andererseits ist Europa für die Sozialdemokraten natürlich schon ein wesentliches Thema, denn mit der Europawahl im Mai 2019, also dieses Jahr, steht natürlich auch die Gefahr an, dass die Sozialdemokratie nicht nur in Deutschland, sondern europaweit erhebliche Verluste einzufahren droht. Zumindest die Prognosen sehen das momentan vor. Und das ist natürlich dann auch für die SPD in Deutschland ein großes Thema. Und wenn man jetzt, Frau Nahles hat ja das Thema Brexit nochmal explizit angesprochen, den Brexit noch mal als Beispiel nimmt, dann geht es natürlich auch immer um die Wählerschaft der SPD. Wenn wir an Arbeitsplatzwegfälle denken, die möglicherweise mit einem harten Brexit einhergehen würden, Automobilindustrie und andere Sektoren, dann sind das natürlich die SPD auch erreichen möchte. Und dann hilft vielleicht auch das beste Sozialstaatskonzept dann auch weiter, wenn im schlimmsten Fall durch einen solchen harten Brexit da Arbeitsplatzverlust oder Ähnliches drohen. Insofern wirken die beiden Themen meines Erachtens bei der SPD gerade auch ein Stückchen zumindest zusammen. Und wenn wir den Horizont, den Blick über die Landesgrenzen noch etwas erweitern, welche Rolle spielt die Friedenspolitik? Welche Rolle spielt es, dass der INF-Vertrag von Russland und von den USA ja erledigt ist? Welche Rolle spielt es in Deutschland, dass man möglicherweise neuen Bedrohungen ausgesetzt ist? Ja, man fühlt sich ja so ein bisschen zurückerinnert an die Debatten der 80er Jahre, also Sicherheits-, Friedenspolitik und vor allen Dingen auch die Frage, wie geht man mit atomarer Aufrüstung oder überhaupt der Stationierung atomarer Waffen in Europa um? Ich glaube, gerade heute wurde in einer Umfrage bekannt, die Deutschen vertrauen Wladimir Putin mehr als Donald Trump. Ich habe leider nur die Schlagzeile gelesen, aber ich glaube, dass insgesamt diese weltpolitische Situation, die da jetzt entsteht, einmal mehr Grund dafür ist, das Thema Europa stark zu machen und die Einheit Europas. Und da ist eben der Mai jetzt die Bewährungsprobe. Das heißt, auch die Sozialdemokraten, auch in der historischen Tradition, wenn man mal an Willy Brandt oder Helmut Schmidt denkt und deren große, also sicherheitsaußenpolitischen Entscheidungen, muss jetzt in dem Punkt liefern, muss ja, überzeugende Angebote für die Europawähler machen. Sagt Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin der Universität Bonn. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.